Die 13. Auflage von Ab in die Mitte und die jährlich steigenden Teilnehmerzahlen zeigen ja eigentlich, wie attraktiv dieser Wettbewerb für die sächsischen Kommunen ist. Ich verfolge Ab in die Mitte schon seit vielen Jahren und es ist toll zu sehen, wie viele Projekte in diesem Zeitraum umgesetzt wurden. Egal ob Preisträger oder nicht. Und damit erreicht der Wettbewerb auch sein Ziel, die Zentren zu beleben. Also haben wir uns gemeinsam mit Vereinen, Gewerbetreibenden und anderen Unterstützern zusammengesetzt und unser Motto war schnell klar. Alt und jung, wir alle sind Neukirchen. Traditionelle Feste und Wahrzeichen treffen auf die neue digitale Welt. Somit ist für jedes Alter etwas Passendes dabei und Generationen begegnen sich und Neukirchen macht aus seinem Zentrum auch endlich die soziale und kulturelle Mitte. Der aktuelle Parkplatz hinterm Rathaus wird im Jahr 2017 zu einer multifunktionellen Fläche umgestaltet, auf der verschiedene Feste stattfinden sollen. An dieser Stelle wird der neue Maibaum stehen. Außerdem entsteht hier ein WLAN-Hotspot, der die digitale Mitte neu versorgt. Wir befinden uns hier auf dem Neukirchner Sternplatz als urbanen Gegenpol zum Festplatz hinter dem Rathaus. Die beiden Punkte werden durch einheitlichen Pflasterbelag im Gehwegbereich als optische Sichtachse verbunden. Hinter mir entsteht als Projekt des Neukirchner Heimat- und Geschichtsvereins unser neuer Schwibbogen mit einer recht imposanten Breite von 4,50 Meter. Das Motiv enthält drei wesentliche Gebäude von Neukirchen, das Rathaus, die Oberschule und die Kirche.